Hallo meine Lieben, dieses Video ist ein Wunschvideo von der lieben Dani. Sei gegrüßt, und zwar hat sie sich gewünscht ein Video über Haftungsprobleme. Ja, und da habe ich mir gedacht, das mache ich doch glatt mal für uns alle, für unsere ganze Gruppe, dann haben wirklich alle was davon, weil ich denke mal, viele von euch werden auch dieses Problemchen kennen. Hier mal ein Lifting, da mal ein kleiner Bruch, und deshalb dachte ich mir, erkläre ich so ein bisschen was dazu. Und zwar, also, wir haben ja nun alle einen verschiedenen Körper und verschiedene Nagelformen, Nagelplatten und so weiter und so fort. Also, das hier ist unsere Nagelplatte. Beachtet bitte nicht, dass der hier so ein bisschen ramponiert ist und der sich hier so ein bisschen löst. Das war durch meinen starken Bruch, durch meine Verletzung. Also, ihr stellt euch vor, ganz gewöhnliche Nagelplatte. Der ist jetzt auch noch so ein bisschen anmattiert. Das müsst ihr euch jetzt auch ein bisschen wegdenken. Ist jetzt aber nicht so dramatisch. Der Pinsel ist übrigens nur mein Zeigestöckchen. Also. Fehlerquellen können sein, also ich sage immer können, das heißt nicht, dass ihr jetzt sagt zum Beispiel, ja, die Tante hat ja gesagt so und so und das ist es ja denn, so ist es nicht gemeint, es ist wirklich alles nur, es könnte halt sein, dass das und das die Fehlerquelle ist, denn ich kann ja so nicht von außen beurteilen, wie jemand arbeitet, und von daher sind das alles nur so kleine Anmerkungen und Hinweise, was die Ursache dafür sein könnte. Also, bei der Naturnagelvorbereitung. Man beginnt ja eigentlich immer zuallererst, die Nagelhaut zurückzuschieben. Und zwar mit einem Pro-Pusher geht ihr daher im 45-Grad-Winkel und schiebt wirklich die Nagelhaut vorsichtig zurück. Also ich habe jetzt hier schon nichts mehr, deshalb, ich mache das nur mal so pro forma. Ihr schrubbelt wirklich, also in etwa hier so. So ein Viertelchen von eurem Nagel geht ihr wirklich nach hinten und nach vorne und macht so eine kleine, ja, so eine schrubbelnde Bewegung und schiebt vorsichtig auch die transparente Nagelhaut, die auf den Nagel mit drauf wächst, schiebt ihr vorsichtig zurück. Macht bitte nicht den Fehler, dass ihr wirklich hier hinten ganz doll nach hinten drückt und euch da so eine Tasche schafft, denn der Nagel ist auch ganz empfindlich, denn hier hinten, hier in diesem Bereich, da befindet sich auch die Nagelmatrix drin. Die geht auch so halbmondförmig hier sozusagen mit auf euren Naturnagel. Das könnt ihr bei manchen Menschen ganz gut sehen, dass hier wirklich so ein kleiner Halbmond ist. Also so ein milchig-weißer Halbmond, Nagelmatrix. Merken, ganz, ganz wichtig, denn zu viel Druck auch auf die Nagelmatrix könnte die Nagelmatrix stark verletzen. Also niemals stark aufdrücken auf den Naturnagel, immer schön vorsichtig. So, und auch nicht so stark nach hinten zurückschieben, denn sonst bildet sich hier in diesem Bereich so eine Tasche. Und da können dann ganz viele Bakterien eindringen, Nagelbettentzündung und so weiter und so fort. Also ganz fürchterliche, schreckliche Dinge können da passieren. Müsst ihr euch immer so vor Augen halten, dann fällt es immer leichter, nicht so doll zu drücken. Also so dramatisch ist es jetzt nicht, aber ihr solltet wirklich aufpassen. Ihr wollt euch ja nicht wehtun. So. Und so eine Entzündung ist auch nicht schön. Also, wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr nach Möglichkeit einen Nagelhautbit verwenden und wirklich nochmal ganz gründlich die Nagelhaut ringsherum entfernen. Natürlich habt ihr da euren Fräser dran. Ich habe das jetzt nur mal so abgemacht und in der Hand genommen. Eure Nagelhaut entfernen. So, und da auch wirklich richtig schön, dass ihr hier hinten hier in die in den Nagelfalz reinkommt und hier wirklich auch die Nagelhaut entfernt. Also, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, die Naturnagelvorbereitung. Macht euch da so eine kleine Checkliste, und wenn ihr dann sagt, okay, Naturnagelvorbereitung bis zu diesem Punkt, top, habe ich nichts falsch gemacht. Dann könnte natürlich sein, das Anrauen oder das Anmattieren des Nagels. Und zwar, einige machen das ja mit einem Buffer. Da bin ich ein absoluter Gegner davon, beziehungsweise halte das für wenig sinnvoll. Denn mit so einem Buffer schafft man ja eigentlich eine recht glatte Oberfläche. Ne? Wenn ihr da drüber buffert, zum Beispiel wenn ihr jetzt einen Aufbau befeilt habt und dann nochmal mit einem Buffer drüber geht, dann merkt ihr, okay, die Oberfläche wird viel, viel feiner, als wenn ich mit einer Feile drüber gehe. So, nun ist es ja so, wir wollen aber eine raue Oberfläche haben auf dem Naturnagel, damit die Gele, vor allem auch das Haftgel, Primer und so weiter, wirklich eindringen können in den Nagel. Denn wir massieren ja unser Haftgel nicht umsonst in den Nagel ein, denn wir wollen ja wirklich, dass es in den Nagel so ein bisschen eindringt, einzieht, könnte man so grob sagen. So.
Deshalb bitte nicht mit einem Buffer anrauen, sondern nehmt euch wirklich eine Feile. Ich habe ja immer meine Zebrafeilen, 100, 180er Gritfeilen, davon die feine Seite, also die 180er Seite. Und damit mattiere ich ohne Druck. Also jetzt hier nicht wie eine Begeisterte auf dem Nagel drauf rumreiten. Das natürlich auch nicht, das schadet dann natürlich auch. Also wirklich ohne Druck den Nagel anmattieren, so dass wirklich der natürliche Glanz des Nagels verschwindet und ihr wirklich auch in alle Ecken und Rillen richtig schön mit der Feile reingekommen seid und wirklich der komplette Nagel anmattiert ist. Das könnte auch eine Fehlerquelle sein. Ich merke das immer bei meinen Kursteilnehmerinnen, also bei meinen Schülerinnen, dass, ich versuche mal das zu zeigen, dass hier, Moment, ich gucke mal kurz, dass hier am Nagelrand, also hier hinten, wirklich so, ja, so ganz minimale, kleine glänzende Stellen sind. Das sage ich dann auch immer, schaut euch die Nägel gründlichst an und wenn nicht, dreht die auch mal so ein bisschen im Licht, entfernt den Feilstaub, schaut euch alles nochmal an, ob auch wirklich nichts mehr glänzt. Denn der kleinste Glanzpunkt könnte wirklich ein Grund für ein Lifting dann nachher sein. So, wenn ihr das alles ausschließen konntet und sagt, nö, bis dahin habe ich immer noch alles korrekt gearbeitet. Wenn ihr jetzt nun zum Beispiel die Verlängerung mit einem Tipp arbeitet, also wenn ihr jetzt sagt, okay, meine Liftings sind nicht hier in diesem Bereich, sondern eher hier, wo der Tipp immer so klebt, ne? Dann könnte es sein, ich nehme jetzt hier einfach mal so einen klaren Tipp, das sind hier jetzt die Ultraflex-Tipps, den könnte es sein, sieht man das jetzt in der Kamera? Ich versuche gerade mal, mich zu orientieren. So. Ups. So, also ich übertreibe jetzt mal. Sollte der Tipp diese Position haben, ist er definitiv zu groß. Auch wenn ihr jetzt nur ganz, ganz bisschen in der Haut drin seid, ist der Tipp dennoch zu groß und er kann Luft ziehen. Also da geht dann Luft darunter und dadurch entstehen dann halt diese Liftings. Er sollte aber auch nicht zu klein sein, denn wenn der hoch, wenn er jetzt hier sitzen würde, ne? Ganz, ganz grob gesagt, wäre er natürlich zu klein, sieht zum einen doof aus und zum anderen würde euch der wirklich hier so längs einreißen. Und dann würde euch die Nagelverlängerung abbrechen. Also achtet auf die richtige Tippgröße. Wenn ihr jetzt sagt, ich verwende aber gar keine Tipps, sondern ich arbeite mit Schablone, habe trotzdem immer hier so an den üblichen Stellen Liftings, dann empfehle ich, Moment, ich sortiere so und zwar, also ihr habt ja Sprachfehler, entschuldigt, verschiedene Haftflüssigkeiten und auch verschiedene Haftgele. Ich zeige das jetzt mal anhand von meinen Produkten aus meinem Shop. Und zwar zum Beispiel der Sticky Ultra Bond Primer oder der säurehaltige Primer wären so zwei verschiedene Varianten. Zurzeit benutze ich den Sticky Ultra Bond Primer total gerne, weil der halt so eine leicht klebrige Oberfläche bildet, so ähnlich wie so eine Schwitzschicht. Und darauf hält natürlich das Haftgel dann nochmal besonders gut, ne? Also es ist auch eine gute Möglichkeit, das mal auszutesten, welcher Primer hält dann bei mir überhaupt am besten. Und dann natürlich, welches Haftgel. Da benutze ich zurzeit mein Liebling. Das UV Gelish Bond, das ist ja eigentlich für das UV PMS System gedacht, also das mit diesen Gellacken. Dazu hatte ich ja auch schon mal ein Modellagevideo gemacht und meine Mutti zum Beispiel, die hat arge Haftungsprobleme, da verwende ich das nur. Und da zeige ich euch auch gleich nochmal das, also nicht gleich, da zeige ich euch dann mal das Refill-Video, wie weit die rausgewachsen sind und wie toll das auch gehalten hat. Ja, das ist wie gesagt meine Wunderwaffe zurzeit bei Haftungsschwierigkeiten. Und ja, ich finde es super. Ich habe auch noch das Ultrabond-Haftgel. Das ist, glaube ich, zurzeit ausverkauft. Das ist ein gutes Haftgel. Würde aber behaupten, dass es für gewöhnliche Nägel völlig in Ordnung und ausreichend ist. Bei problematischen Nägeln greife ich eher auf dieses hier zurück. Also, ihr merkt,
entschuldigt. Ja, Entschuldigung, ich musste gerade niesen. Das wollte ich jetzt nicht mit auf dem Video drauf haben. Deshalb die kurze Unterbrechung. So, was wollte ich sagen? Genau, ich war stehen geblieben. Haftgel. Also, ihr müsst austesten, welches Haftgel für eure Nägel am besten geeignet ist. Und dann geht es natürlich immer einen Schritt weiter. Welche Aufbaugele verwende ich? Welche Gele sind für mich am besten geeignet? Mit Säure, ohne Säure, flexibel, nicht flexibel. Da muss man sich wirklich immer so ein bisschen durchprobieren. Bei mir persönlich ist es so, bei mir halten einige Gele sehr gut. Wenn sie nicht gut halten, nehme ich, wie gesagt, mein stärkstes Ultrabondgel, was ich habe. Dann hält eigentlich so gut wie alles. Ja, zum Beispiel hier auf den Nägeln, da hatte ich ja ein Gel ausprobiert, dieses Anfängergel. Und ihr seht, das ist wirklich ganz, ganz toll. Da hatte ich übrigens nur den Sticker Sticky Ultra Bond Primer drunter gemacht. Meine Güte, es ist schon spät am Abend, ich merke schon. Und ja, hält wunderbar. Kann mich da echt nicht beklagen. Am Daumen hatte ich ja da mal was ausprobiert gehabt. Das ist jetzt nicht dieses hier, ein anderes. Das ist mir sofort nach ein paar Tagen eingerissen und weggebrochen. Das fand ich dann nicht so toll. Also das wird es auch nicht geben. Und ja, also bei den Aufbaugelen müsst ihr halt darauf achten, welche Gele für euch geeignet sind. Und dann natürlich auch, was mir auch gerade noch eingefallen ist, was ich euch auch noch mit auf den Weg geben möchte. Thema Gel. Nicht zu weit nach hinten arbeiten. Also schon weit genug, sonst gibt es natürlich auch wieder Liftings, aber bei mir zum Beispiel fällt es immer auf, wenn ich ab und zu mal arbeite, wenn es schon dunkel draußen ist und meine Augen sind nicht die besten. Ich habe zwar eine Brille, aber auch da, ja, wie soll ich sagen, ich bin blind wie ein Maulwurf. So. Und da passiert das mir auch, dass ich wirklich manchmal unvorsichtig bin oder das einfach nicht sehe und mir dann hier, bups, auch was hinten an die Haut arbeite und dann denke, na super, schon wieder so ein Mini-Lifting, weil ich Esel dann zu weit an die Haut gearbeitet habe. Also, das heißt, ihr müsst wirklich darauf achten, dass ihr das Gel nicht an die Haut arbeitet. Wenn ihr das mitkriegt, wischt ihr es raus. Wenn ihr es nicht mitkriegt und ihr Maulwürfe seid, so wie ich, dann ja, könnt ihr Pech haben, dass ihr sozusagen so kleine Mini-Liftings bekommt. Ja, also wie gesagt, schön darauf achten, nicht an die Haut arbeiten, nicht in die Ränder fließen lassen. Und ja, ansonsten ist das alles eine Sache des Ausprobierens. Ich denke, man kann auch nicht pauschal sagen, Produkt XY hält bei jedem. Also ich glaube, das gibt es so gut wie gar nicht, könnte ich mir zumindest so vorstellen. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass ich wirklich ein Produkt hatte, was bei wirklich jedem meiner Kunden hält oder auch bei meinen Modellen. Das gibt es nicht. Also da müsst ihr wirklich ausprobieren. Wenn ihr natürlich sagt, okay, ich mache nur mir selber die Nägel, habt ihr das Glück, irgendwann habt ihr euer Produkt gefunden, dann bleibt auch dabei. Wenn ihr sagt, oh, das ist bombastisch, ich modelliere total gerne damit, dann bleibt auch dabei, warum auch nicht. Ja, wenn ihr ein Studio habt, ist es ein bisschen komplizierter, denn ihr habt ja viele verschiedene Kundinnen und da braucht man schon mal 2 bis 5 verschiedene Gele. Also ich spreche aus Erfahrung. Ich habe 5 verschiedene Gele. Und ja, jede Kundin ist so ein bisschen speziell und da verwende ich halt unterschiedliche Sachen. So, habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Ich meine, ich hätte jetzt erstmal soweit alles erklärt. Und zwar, ja, liebe Dani, ich hoffe, ich konnte dir helfen. Sollte ich noch irgendwas vergessen haben zu erwähnen, dann schreib es mir ruhig in den Kommentar oder schreib mir eine E-Mail gerne. Dann erkläre ich dir auch gerne nochmal was oder auch ihr anderen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwie sowas, dann könnt ihr mir das ruhig in die Infobox schreiben. Bitte keine Fragen, ja, wie modelliere ich denn den richtigen Aufbau? Diese Fragen möchte ich nicht beantworten, denn ihr wisst ja, ich gebe keine Anleitung zum Aufbau, denn dafür sind Schulungen da. Und ja, das kann man auch so gar nicht erklären. Das muss man wirklich gezeigt bekommen, wie man einen Aufbau richtig modelliert. Ja, ihr Süßen, also ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen und so ein paar kleine Problemchen aus der Welt schaffen. Und ja, ich sage bye bye, bis bald.